Ja, hi, guten Abend. Ich freue mich über alle, die hier sind. Wir haben ein hartes Konkurrenzprogramm, deswegen alle, die hier sind, vielen herzlichen Dank, dass ihr den Weg hierher gefunden habt. Ich bin Marieke Reimann, ich bin zweite Chefredakteurin vom SWR und ich bin 1987 in Rostock geboren. Und seitdem ich im Journalismus arbeite, merke ich eigentlich so, oder eigentlich schon seitdem ich Medien irgendwie konsumiere, merke ich, dass das, was ich als mit meinem ostdeutschen Background irgendwie meiner Lebenswirklichkeit wahrnehme, nicht so ganz matcht mit dem, wie ich das irgendwie in den Medien rezipiere. Und weil wir dieses Jahr nicht nur drei Landtagswahlen haben in Ostdeutschland, in Thüringen, in Sachsen und in Brandenburg, sondern weil wir auch 35 Jahre friedliche Revolution, Mauerfall feiern, mal gucken, habe ich gedacht, das ist ein guter Zeitpunkt, nochmal den Ist-Zustand Ost irgendwie mit euch zusammen und mit meinen beiden Gästen, Thilo Mischke und Katharina Wader, zu besprechen. Und ich weiß nicht, auf welchem Stand ihr so alle seid, Ost-West-mäßig. Kurzer Check, wer sagt, er kommt aus dem Osten, wer sagt, er ist eher aus dem Westen? Okay, wer würde irgendwie sagen, ich weiß nicht, ob ich mich überhaupt irgendwo dazu kategorisiere? Okay, und wer sagt, ich bin Hardcore-Wessi? Traut sich niemand. Einer da hinten, okay, alles klar. Was ist das? Wir werden das noch besprechen. Also, ich habe was mitgebracht, um erstmal sozusagen alle ein bisschen auf Stand zu bringen. Das ist keine zusammenfassende Darstellung unserer Gesellschaft von uns 84 Millionen in Deutschland, die irgendwie eine valide Basis, wissenschaftliche Grundlage bildet, sondern einfach nur mal abbildet in Zahlen, wie ungefähr die 84 Millionen in Deutschland verteilen. Die Zahlen habe ich zusammengesucht aus den Quellen, die ihr unten sehen könnt, und der Talk wird ja auch aufgezeichnet. Das heißt, wer Interesse hat, kann sich alles auch nochmal in Ruhe angucken und dann die Quellen hinterher auch nochmal nachlesen. Es ist schwierig, natürlich, weil sich innerhalb der Gruppen, die ich jetzt sehr, sehr, sehr pauschalisierend zusammengefasst habe, das auch nochmal vermischt. Es soll aber sozusagen eine Basis für das bilden, worüber wir nachher noch sprechen, wie viele verschiedene Gruppen innerhalb von Ostdeutschland gibt es vielleicht, wie viele Gruppen finden vielleicht in der Diskussion und in den öffentlichen Debatten gar nicht statt. Die 26%, die ihr hier bei den Ossis seht, das ist sozusagen die Grundlage, von der ich heute Abend ausgehe. Das sind diejenigen, die mindestens einen Elternteil haben, die in der DDR groß geworden ist und die sozusagen dadurch eine Art Ostsozialisierung erfahren haben. Man könnte aber auch sagen, dann wäre man eher bei 17%. Das sind Leute, die einen Wohnort im Osten haben. Dann würde man eine andere Tabelle haben. Dass die sich untereinander sozusagen, dass man auch ostdeutschen Migrationshintergrund hat oder andersrum, das ist, versteht sich von selbst, denke ich. Wie gesagt, nur eine Basis, mit der wir heute arbeiten wollen. Genauso die 30% Menschen mit Einwanderungshistorie, basiert auf dem Mikrozensus 2023, wo einfach erhoben wurde, wer ist sozusagen in erster Generation hier, wer lebt vielleicht schon in dritter Generation hier. Ich habe die einfach mal alle zusammengepackt. Eine Studie, die für Aufsehen gesorgt hat letztes Jahr, war der Elitenreport vom Ostdeutschlandbeauftragten der Bundesregierung. Auch das könnt ihr noch mal im Einzelnen genauer nachlesen. Ich habe Ende letzten Jahres schon ein Essay darüber geschrieben für die Deutsche Gesellschaft und habe mir da exemplarisch für euch, damit ihr es verstehen könnt, auch noch mal rausgepickt, was das eigentlich bedeutet, dass wir zum Beispiel innerhalb des wissenschaftlichen Bereiches eben nur eine Uni-Direktorin haben, die auf 100 Universitäten in Deutschland kommt, die einen ostdeutschen Background hat, und das 35 Jahre nach dem Mauerfall. Das zieht sich so durch, wenn man sich anguckt, wer sitzt in der Wirtschaft im DAX-Vorstand. Erstmal sind alle 40 DAX-Unternehmen, die wir haben, davon hat keins seinen Sitz im Osten, und von den 252 DAX-Vorständen gibt es zwei mit sogenannten Ost-Background. Wir haben eine Bundesverfassungsrichterin seit knapp 3,5 Jahren, die als einzige und erste Ostdeutsche im Bundesverfassungsgericht sitzt, und wir haben das westdeutscheste sozusagen Regierungskabinett seit der Adenauerzeit. Wie gesagt, das rausgegriffen einmal exemplarisch, damit man sieht, wo ungefähr welche Eliten eben nicht stattfinden oder noch nicht vorhanden sind.
Die Friedrich-Ebert-Stiftung hat letztes Jahr auch eine vielbeachtete Studie gemacht, aus der ich mal zwei Sachen mitgebracht habe, die, glaube ich, ganz deutlich zeigen, dass die Grenzen, über die man gar nicht mehr sprechen muss, weil das ist ja alles schon überholt, sich einfach eben doch noch mal ganz deutlich zeigen. Man sieht hier in der Karte, ich glaube, das wird jedem sofort anschaulich, wie sich die Bruttomonatsgehälter verteilen und dass die eben in der ehemaligen DDR, also den neuen Bundesländern, noch mal sehr viel weiter unter dem Durchschnitt liegen als in den westdeutschen Bundesländern. Das ist auch eine Grafik, die mich ehrlich gesagt schockiert hat, dann aber irgendwie auch wiederum nicht, weil ich das aus meinem Umfeld und auch aus meiner eigenen Lebenswirklichkeit stark kenne, dass Menschen, die Ostsozialisierung haben, oft einfach nicht in die Gelegenheit kommen, zu erben, große Schenkung zu haben, dadurch ähnlich wie Menschen mit Einwanderungshistorie oder Menschen aus Arbeiterfamilien gleiche Startschwierigkeiten haben. Ich fand diese Grafik besonders krass, weil sie doch schon stark veranschaulicht, wie stark die Vermögens- und Wohlstandsunterschiede sind. Dann könnte man ja denken, das ist ja genug strukturelle Grundlage, um in den Medien dann seit 35 Jahren wirklich mit Argusaugen darüber zu berichten, woher kommen diese strukturellen Misslagen, was soll das alles, aber es zieht sich so in die Medienhierarchien mit rein. Wir haben alle Verlage überregionaler Medien, FAZ, Süddeutsche, Spiegel etc., tralala, im Westen sitzen und wir haben keinen einzigen ostdeutschen Chefredakteur, Chefredakteurin, die irgendwie einen Ossi-Background hätte. Ich will jetzt hier nicht nur private Medien bashen, sondern arbeite ja bei der ARD. Bei der ARD sieht es ähnlich aus. Wir haben einen von 10 IntendantInnen, die einen ostdeutschen Background haben. Und ich sag mal, in den darunterliegenden Führungsebenen, bei denen ich ja einen guten Einblick habe, sieht das ähnlich mau aus. Im ZDF gibt es in der Führungsebene ganz oben gar keinen mit Ossi-Background. Das ist natürlich verheerend und vielleicht auch zumindest ein Punkt, der dazu führt, dass man nicht so guten Zugang dazu hat, wie eine Ostdeutschlandberichtung mit Augenhöhe irgendwie stattfinden kann. Das hat dazu geführt, dass wir bis dato, das bricht jetzt, finde ich, so ein bisschen auf, eine Ostdeutschlandberichterstattung haben, die oft mit Stereotypen spielt, die eine pauschalisierte Darstellung, ihr erinnert euch bestimmt an Bilder mit Trabis, Plattenbauten, Neonazis, irgendwie vom Osten und dem Ossi, den es aus meiner Perspektive so auch nicht gibt, darstellen will. Also immer der eine Ossi als irgendwie homogene Masse, die so ein bisschen dümmlich, bisschen ärmlich, bisschen faul irgendwie daherkommt. Ich habe einfach nur mal ein paar Beispiele mitgebracht für alle, die sagen, naja, also komm, das ist doch vielleicht eins von 20 oder so. Und ihr habt bestimmt vielleicht von diesem Buch von Dirk Oschmann gehört. Es gab schon lange bevor Dirk Oschmann mit diesem Buch dann nochmal einen Diskurs angeregt hat, Menschen, die sich schon sehr intensiv damit auseinandergesetzt haben, wie über den Osten berichtet wird. Und die eine davon ist zum Beispiel Juliette Wedel, die ganz klar sagt, und das ist ja auch das, was viele Ostdeutschland-ExpertInnen sagen, dass die Perspektive beim Sprechen über Ostdeutschland eine westdeutsche Perspektive ist. Eine Perspektive, die sozusagen das Westdeutsche als das Normale, die Normalität ansieht und von dort aus guckt, wie weit weicht jemand anderes von dieser Normalität ab. Das führt dann zum Beispiel zu sowas. Oder zu sowas. Ich weiß nicht, wer den in der Mitte noch kennt, um jetzt nicht nur irgendwie nachrichtliche Medien aufzuzeigen. Das ist Captain Chemnitz aus der Wochenshow. Das war eine Satiresendung in den Ende 90er, 2000er Jahren, wo ich kenne den, weiß nicht mehr, wie der Comedian heißt, ihr wisst es bestimmt noch. Dankeschön, der irgendwie mit einem sehr schlechten sächsischen Dialekt, wie meine Mutter gesagt hat, die selbst aus Leipzig kommt und das immer verteufelt hat, wie schlecht die ganzen Wessis im Fernsehen sächsisch dann wenigstens nachmachen, dann quasi sehr, sehr plumpe, doofe Sachen gemacht hat, irgendwie eine Bratwurst essen, im Trabi fahren, keine Ahnung, dem ist immer irgendwie als Sidekick in dieser Show was Doofes passiert. Jammertal Ost habe ich noch mal rausgenommen, weil es, wer das mal noch mal intensiver nachlesen möchte, von einwende.de, das ist eine Website, die sich nur mit der medialen Darstellung von Ostdeutschen beschäftigt. Die haben ganze Seiten darüber, wie dem Spiegel es über Jahrzehnte nicht gelingt, sozusagen eine auf Augenhöhe führende Ostdeutschland-Berichterstattung irgendwie zu publizieren. Rechts ist ein relativ aktuelles Beispiel. Carmen Joska hat in ihrem Instagram-Kanal im Februar diesen Jahres einfach so nochmal gepostet, worum es in der Sendung gehen soll. Und das ist genau das, was mir oft auffällt, dass die Ostdeutschland-Berichterstattung oft schon mit so einem negativen Framing auch einherkommt. Also unregulierbar, in diesem Fall hätte man
vielleicht auch anders formulieren können. Natürlich ist auch das Teil der Wahrheit. Ich glaube, da erzähle ich niemandem irgendwie was Neues, dass wir in den letzten Jahren ein Erstarken bei den AfD-Wählenden, ein Erstarken in Rechtsextremismus. Viele sagen auch die neuen Baseballschlägerjahre, also die Jahre, in denen Neonazi-Trupps durch die Viertel gezogen sind, sind wieder da. Aus meiner Perspektive waren die nie weg, jetzt nur irgendwie salonfähiger. Und ich will auch mit meinen beiden Talkgästen gleich noch darüber sprechen, ob das quasi Auswirkung dessen ist oder irgendwie eine Ursache. Das rechte Bild ist eine Karte vom MDR, die haben sie heute gepostet, weil gestern Kommunalwahlen waren in Thüringen, die auch nochmal zeigt, mit was wir gerade uns auseinandersetzen müssen und wie es in manchen Regionen aussieht. Das, was eine große Rolle spielt, ist natürlich auch das zivilgesellschaftliche Engagement in Ostdeutschland. Ich beobachte seit 2015 ungefähr, dass es eine neue Auseinandersetzung gibt damit, nach seiner ostdeutschen Identität zu suchen und die auch öffentlicher zu debattieren. Wenn man das aber zum Beispiel in der Form macht, wie diese beiden LehrerInnen, die in Brandenburg, in Burg, auf Rechtsextremismus zum Beispiel aufmerksam gemacht haben und jetzt irgendwie die Schule verlassen haben, ist das was, wo man sagt, zivilrechtliches Engagement in Ostdeutschland ist was, was vielleicht, wenn man sich dort einem Nazi gegenüberstellt, noch mal viel schwerwiegender ist und viel schwerer fällt als andernorts. Das noch mal vielleicht so als kleiner positiver Zukunftsblick, drei Sachen aufgezeigt für euch, die eben das sind, was ich gerade meinte, mit einer Auseinandersetzung mit der neuen ostdeutschen Identität. Ihr könnt schlecht gucken da an der Seite, ne? Ich versuche das irgendwie so zu machen. Es wird ja aufgezeichnet, ihr könnt es hinterher nochmal bei YouTube angucken. Ich habe einfach das Buch von Hendrik Bolz, Nullerjahre, nochmal mitgebracht und rausgestellt, weil Hendrik Bolz ähnlich wie Lukas Rietschel, wie Valerie Schönjahn, auch für eine neue Ära von jungen OstautorInnen steht, die proaktiv den Diskurs zu bestimmten Themen suchen und das in Theaterstücken, in Romanen, in Podcasts und so weiter aufschreiben. Es gibt Bemühungen, das wäre das zweite Beispiel, auch Formaten von Medien, einfach vielleicht auch nochmal andere Communities in der ehemaligen DDR in Ostdeutschland aufzuzeigen. Das ist jetzt in der Mitte zum Beispiel so ein Podcast, der sich mit jüdischem Leben in Ostdeutschland auseinandersetzt. Und rechts ist eine Initiative, die kennen bestimmt schon einige von euch hier im Raum. Wir sind der Osten, hat sich vor einigen Jahren gegründet. Die machen zum allergrößten Teil sehr viel ehrenamtliche Arbeit, um immer wieder sozusagen den Finger in die Wunde zu legen und zu zeigen, hey, da sind wir irgendwie strukturell noch lange nicht da, wo wir vielleicht sein sollten. Nach 35 Jahren Mauerfall, friedliche Revolution. Jo, soweit vorab von mir sozusagen als Grundlage für euch. Und jetzt freue ich mich, dass ich mit meinen beiden Gästen talken kann. Als erstes freue ich mich, dass Katharina Wader heute da ist. Katharina ist im Januar, ja komm schon mal hoch. Vielleicht klatscht ihr jetzt. Katharina ist im Januar 85 in Wernigerode im Harz geboren. Sie ist das Kind einer deutschen Mutter und eines südafrikanischen Vaters. Sie hat Soziologie und Medienwissenschaften studiert. Sie arbeitet als Autorin, Soziologin, Literaturwissenschaftlerin, als Dokumentarfilmproduzentin und ist Expertin für Ostdeutschland und Punk unter anderem. Sie war an der Princeton University. Sie hat mit ihrem Projekt Dunkeldeutschland vor einigen Jahren extrem viel Aufmerksamkeit erzeugt und sie arbeitet gerade an einem Dokumentarfilm über die schwarze Menschenrechtsaktivistin Angela Davis, die eine große Fanbase in der DDR hatte, das wissen wahrscheinlich auch noch nicht so viele. Und Katharinas Kindergärtnerin hieß Tante Ute und du wärst gern Pionierin geworden. Was hast du zuletzt gesagt? Deine Kindergärtnerin hieß Tante Ute und du wärst gerne Pionierin geworden. Stimmt. Herzlich willkommen. Thilo, komm auch nochmal, dann applaudiert doch schon mal Thilo. Das ist Thilo Mischke, der ist noch Pionier geworden, weil er ein bisschen älter ist als Katharina und ich. Der ist nämlich im März 81 in Ostberlin geboren und war zur Wendezeit also ungefähr so 8, 9 Jahre alt. Ist mehr oder weniger in der Buchhandlung seiner Eltern groß geworden.
hat irgendwann dann mal Japanologie und Kulturwissenschaften an der HU studiert, bevor er in den 2010er Jahren dann ein aufstrebender Sexkolumnist war und da Texte darüber geschrieben hat, wie freizügig man doch Sexualität und Beziehungen noch denken könnte. Dann ist er irgendwann älter geworden und Investigativjournalist geworden und macht seit 2016 die Reihe Uncovered bei ProSieben, die ihr bestimmt alle schon mal irgendwie gesehen habt. Er ist auch Kolumnist bei der Berliner Zeitung und du lässt in deiner Arbeit immer mal wieder Anekdoten aus deiner ostdeutschen Vergangenheit mit einfließen. Hi, willkommen. So, jetzt kann ich mich erstmal hinsetzen, weil jetzt müsst ihr ein bisschen reden. Katharina, welches Verständnis von Ostdeutschland hätten wir denn heute, wenn direkt alle in diesem Raum gewusst hätten, was ein Pionier ist? Meinst du nicht, dass alle, oh, ich spreche ganz laut. Meinst du nicht, dass alle im Raum wissen, was ein Pionier ist? Wer weiß das nicht? Also, oder wer weiß das? Positiv fragen. Die meisten. Aber worauf du hinaus willst, dass es so Selbstverständlichkeiten gibt im Osten, die einfach nicht geteilt sind, was so ein bisschen so Marginalisierungseffekt ist. Ne? Also von dem dominanteren Teil der Gesellschaft wissen immer alle alles, weil es so die Selbstverständlichkeit ist, die Normalität. Und dann gibt es so von marginalisierten Perspektiven und Gruppen, gibt es so ein Wissen, was eben nicht selbstverständlich ist, was dann so als Spezialwissen oder als unwichtig abgetan wird. Und ich glaube, genau da liegt so ein bisschen die Krux drin. Es gibt da einen Machtunterschied, der immer noch irgendwie existiert. Ich glaube, der so ein bisschen aufweicht dahingehend, dass es mehr Verständnis gibt. Du hattest ja auch davon gesprochen, so in den letzten Jahren ist viel passiert. Es gibt mehr Sichtbarkeit von ostdeutschen Perspektiven. Es gibt latent mehr unterschiedliche Perspektiven, darüber können wir gerne noch diskutieren. Mir fehlt da wahnsinnig viel Vielfalt. Aber es kommt mehr und es kommen unterschiedlichere Sachen. Und ich glaube, da weicht es so ein bisschen auf, weil es sichtbarer wird. Aber ich würde mir wünschen, dass das noch mehr sichtbarer wird und dass es da auch mehr Selbstverständlichkeiten, geteilte und vielleicht auch mehr Interesse gibt. Mhm. Thilo, du warst noch Pionier, aber deine Eltern fanden das doof, die wollten das gar nicht. Ja, auch diese Haltung gab es in der DDR, dass meine Eltern davon überzeugt waren, dass Jungpionier sein ihnen zu nah an der Hitlerjugend war. Und sie meinten so, du kannst nicht jetzt so einer Jugendorganisation nicht anschließen und der Widerstand, den meine Eltern da geleistet haben. Obwohl mein Vater schon Sozialist war, war, dass ich kein Hemd tragen durfte, sondern so ein Jungpionier-T-Shirt anhatte. Und dann war ich der einzige von 450 Schülern in Berlin-Lichtenberg, der dieses T-Shirt anhatte. Und ich muss ehrlich sein, ich hätte dieses T-Shirt eigentlich auch gerne heute noch. Weil ich habe da so eine irgendwie so eine coole Erinnerung dran an dieses T-Shirt, aber das war es auch. Jetzt ist es ja so, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, können wir gerne drüber reden. Also mir wird irgendwie oft vorgeworfen als jüngere Ostdeutsche, dass ich ja gar keine Ahnung mehr haben könnte, weil ich erst 87 geboren bin. Wenn ich dann aber beim SWR in irgendeinem Meeting sage, hey, ich habe mir heute zum Kaffee eine Stulle gemacht und ich war gestern in der Kaufhalle, also dann verstehen die auch nur noch Bahnhof und da kommt dann irgendwie meine Ostdeutschland-Sozialisation natürlich durch die Sprache auch durch. Gibt es bei euch irgendwie so weiß ich nicht, so ganz symbolhafte Momente, an die ihr euch erinnert, wo ihr sagt, da ist mir das irgendwie echt krass aufgefallen, dass das irgendwie anders bewertet wird oder dass ich irgendwie mit einem anderen Blick betrachtet werde? Also ich glaube, so richtig aufgefallen, also oder so, dass ich das auf dem Schirm hatte, dass es da einen unterschiedlichen Blick gibt, war bei mir irgendwie schon immer so. Aber das liegt vielleicht auch daran, die Akustik ist so komisch. Ja. Ja. Ich bin total so. Das liegt vielleicht auch daran, ich habe als Kind wahnsinnig viel Fernsehen geguckt. Ich bin in der sogenannten Unterschicht aufgewachsen. Und was macht man dann? Viel Fernseh gucken, was ich bis heute als sehr positiv bewerten würde, dass ich sehr viel Fernsehen geguckt habe. Das war mein Tor zur Welt. Und ich habe viel dadurch gelernt, im Guten wie im Schlechten. Aber auch... Ich wurde auch gefüttert durch diese ganzen Talkshows der 90er Jahre, durch Berichterstattungen, wie du sie jetzt gezeigt hast, durch so Gagmaschinen, Cindy aus Marzahn, Sachsen-Paule, wo so Ostdeutsche so vorgeführt wurden, also in so einem Freakshow-Kabinett, so ha, 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 wie so ein Show-Äffchen. Und dadurch habe ich schon sehr schnell gelernt, so Moment mal, da gibt es schon einen krassen Unterschied, wie auf uns als Ostdeutsche geguckt wird.
und dann nochmal mehr aufgeladen dadurch, dass da so ein, dass das immer sehr stark an so Klassenzugehörigkeit gebunden war. Das ist nicht, also ich würde es nicht gleichsetzen, Ostdeutsche erfahren nicht durch so ein Ossi-Bashing Klassismus, aber sehr häufig wird es in den Medien so gemacht, das ist dann so auf so eine Unterschichtenweise wird der Ostdeutsche präsentiert. Ein bisschen, du hattest es auch gesagt, Plattenbau und so ein bisschen dümmlich. Alle Klischees, die man an die sogenannte Unterschicht oder untere Schichten irgendwie wendet. Und dadurch, dass ich ein Unterschichtenkind war und da mich sehr wiedererkannt habe und unsere Familie und geschmerkt habe, so scheiße, da ist so, da wird so auf zweifache Weise Witze über mich gemacht. Und ich merke als Kind schon ganz genau, wo ich hier stehe. Mhm. Tilo, wie war es bei dir? Tatsächlich in meinem Arbeitsalltag ereignet sich das relativ häufig, dass ich zum Beispiel einen Text schreibe oder einen Text abgebe, nicht bei der Berliner Zeitung, aber wenn ich für Medien aus Westdeutschland, ich sage es jetzt mal so, schreibe, dass ganz viele Wörter, die ich benutze, manchmal bewusst, manchmal unbewusst einfach rausredigiert werden. Also tatsächlich, früher habe ich ja das Wort Schlüpfer auch manchmal in einem Text verwendet und dieses Wort wurde dann einfach direkt rausgemacht. Aber es ist halt so ein ostdeutsches Wort, wo dahinter verbirgt sich ja nichts. Aber es wurde in Slip ersetzt. Und das ist für mich halt einfach so ein fremdes Wort, so würde ich nie schreiben. Aber ich habe auch wirklich extrem negative Erfahrungen damit gesammelt, bis hin zu lustigen, neugierigen Fragen, 33 Jahre nach dem Mauerfall, also hattet ihr wirklich nichts? Also wie oft ich diese Frage beantworten musste auf irgendwelchen Veranstaltungen, bis hin eben zu meinem ersten Textchef, der einfach mir erzählte, mein Opa war bei der SS und mich damit provozieren wollte, weil er wusste halt, dass ich aus einer Familie aus Widerständlern komme und dass ich aus dem Osten komme, wo ja irgendwie so eine, auch eine andere Art der Aufarbeitung stattgefunden hat. Und das war, also das war das extremste Beispiel, was mir erfahren ist, dass einfach er wusste, ich provoziere ihn damit. Und ich war dann so völlig sprachlos, weil ich das überhaupt nicht einordnen konnte, was er da tat. Also, was? Vielleicht ist eine irre Geschichte, wenn ich merke, man sollte mal vielleicht einen Kontext zu liefern, aber... Was glaubt ihr, woher dieses Überhebliche kommt? Also ist es dieser Abgleich so, dieser Effekt, als du vielleicht als Soziologin kannst das vielleicht noch besser einordnen, als wir, die mit unserem Leidenwissen aus unserem Alltag, wo uns das begegnet ist, irgendwie woher kommt das, dass man dann wirklich diesen Effekt hat von, jetzt hört doch mal auf zu jammern, wir müssen da nicht mehr drüber reden, also dieses Abwerten in Sprache, in Kultur, was... Ich glaube, Gründe dafür gibt es viele und da gibt es ja auch so ein paar Bücher, die in letzter Zeit erschienen sind, die sich da so ein bisschen ranwachsen. Ich habe die eine Autorin vergessen, das ist eine westdeutsche Autorin, die tatsächlich genau dazu geschrieben hat. Womit ich hantiere, und ich glaube, das ist ein Teil der Wahrheit, aber auch nicht das große Ganze, ich sehe in ganz vielen Diskursen um den Osten so eine Weiterführung des Kalten Kriegs und ich denke mir ganz oft, lass uns doch mal den Kalten Krieg auch aus der Kultur und den Narrativen entfernen und beenden, so nach 35 Jahren offiziellem Ende. Es geht ganz häufig immer noch darum, wer hat Recht, wer ist moralisch überlegen, wer ist generell überlegen, wer hat gewonnen und muss das auch nochmal zeigen. Und das äußert sich an ganz, ganz vielen Diskursen, aber unter anderem auch in der Sprache und in so einer, wir zeigen euch jetzt mal, wir wissen es doch besser. Also da werden immer noch so Kämpfe ausgetragen. Auf der anderen Seite aber auch, also auch in Ostdeutschland, wenn es um die Frage geht, das ist die Frage, die ich am meisten gestellt bekomme, weil ich viel zu den 90ern arbeite, wie konnte es dazu kommen? Wie konnte es zu dieser enormen Welle rechter Gewalt kommen? Und dann gibt es immer so zwei Lager, die sich auftun. Auf der einen Seite drängen die Leute danach, die Antwort rein in der DDR zu finden, um zu zeigen so, aha, wir wussten es schon immer, welchen Glück haben wir den Kalten Krieg gewonnen, die DDR. Oder auf der anderen Seite zu sagen, nee, die kamen alle aus dem Westen. Oder das ist, weil es den Ostdeutschen so schlecht ging nach der Wende. Aber es wird immer dann zu einem Westproblem gemacht. Also es ist so ein bisschen, wo ich nur denke, so stopp, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen und es ist wichtig, die zu finden. Aber wir müssen aufhören, in diesen dichotomen Geschichten zu denken, wer ist moralisch überlegen, wer hat Recht, wer hat gewonnen. Jetzt sieht man ja gerade bei dem, was ich eingangs gezeigt habe, dass echt so 35 Jahre nach der friedlichen Revolution immer noch starke strukturelle Unterschiede gibt. Das ändert sich wirklich sehr, sehr langsam. Vielleicht jetzt, ich bin keine Historikerin, aber vielleicht dauert das auch immer einfach alles hunderte Jahre. I don't know. Aber es ist schon was, wo man vielleicht aus meiner Perspektive hätte denken können,
hätte man nicht als ostdeutsche Person, die sich dadurch angegriffen und irgendwie ja auch gegängelt fühlt, noch viel, viel mehr dagegen bewusst tun können? Also hätte es nicht einen viel größeren Aufschrei schon viel eher von Ostdeutschen geben können? Weil ich habe das Gefühl, dass das jetzt erst wieder kommt seit ein paar Jahren. Dass es so überhaupt eine Beschäftigung auch Ostdeutscher mit diesen strukturellen Unterschieden gibt. Und nicht mal das, also viele wissen darum auch gar nicht und nehmen das vielleicht auch nicht so wahr, aber es ist ja dennoch so. Oder ist das jetzt, weil das nicht stattgefunden hat, quasi deswegen wählen jetzt so viele rechts? Ist das jetzt die Quintessenz dessen? Also ich glaube, dass das ist ja unsere Elterngeneration, über die wir jetzt sprechen, und unsere Großelterngeneration, und die hatten, glaube ich, genug damit zu tun, sich erstmal daran zu gewöhnen, dass das System sich geändert hat. Und diesen Freiraum hätte man ihnen, glaube ich, lassen müssen. Man hätte, glaube ich, unseren Eltern und Großeltern anbieten müssen, so, ey, wir werfen euch jetzt nicht ins kochende Wasser, sondern wir erhöhen langsam die Temperatur. Moment, da stirbt man ja am Ende. Naja, also dass sie lernen, wie funktioniert der Kapitalismus. Und es mussten einfach 17 Millionen Menschen über Nacht verstehen, was ist Kapitalismus und wie überlebe ich in diesem Kapitalismus. Und das ist eine traumatische Erfahrung für die meisten Bürgerinnen und Bürger der DDR gewesen. Und diese traumatischen Erfahrungen wurden an uns Kinder oft weitergereicht am Armbrotstisch. Und da bleibt keine Zeit, glaube ich, um Häuser zu kaufen und Land zu kaufen und eine Eigentumswohnung in Berlin zu kaufen. Also als Ostberliner, ich kenne diese Geschichten, dass irgendwie nach der Wende plötzlich Leute Häuser im Prenzlauer Berg zugeteilt bekommen haben. Ey, das gehört euch. Habt ihr 30.000 Westmark? Und dann sagst du natürlich als Ostberliner, 30.000 Westmark, ich kaufe doch auf gar keinen Fall ein Haus. Das ist das größte Dümmste, was ich machen kann, in einem Bezirk, der in sich zusammenfällt. Und so, also woher sollen die Leute wissen, wie man Wohlstand anhäuft, wenn ihnen 40 Jahre beigebracht wurde, dass Wohlstand der falsche Weg ist? Also so. Und jetzt merken sie, dass sie verarscht wurden und deswegen... Und jetzt merken so viele, dass sie quasi total verarscht wurden und wählen jetzt deswegen rechts, oder... Nochmal, das ist jetzt die Akustik hat verhindert, dass ich das verstanden habe, was? Das, und jetzt merken so viele quasi, dass sie verarscht wurden und wählen jetzt deswegen irgendwie AfD? Da habe ich eine ganz eigene These zu, eine persönliche. Es ist so, das erste Mal in 35 Jahren deutsch-deutscher Geschichte hat dieser Teil des Landes es geschafft, den Westen zu verletzen. Das ist sozusagen, das ist so eine ganz... ekelhafte, so muss ich sagen, Provokation zu sagen, dass das Einzige, wo wir wahrgenommen werden, ist in dieser politischen Provokation. Und das leider ist das, also das ist eine Theorie von mir, es muss nicht die Wahrheit sein, aber so nehme ich es wahr. Weil wenn du mit den Menschen sprichst, die AfD wählen, das sind ja, ich meine, ehemalige linken Wähler sind ein großer Anteil dieser AfD-Wähler. Und wie funktioniert dieser Wechsel? Indem sie sagen, so provozieren wir die da drüben. Katharina, du siehst das anders, oder? Ich sehe das anders, ja. Ich höre das Argument oft, und kann es auch nicht widerlegen. Ich halte es aber für eine Relativierung dessen, was tatsächlich passiert. Also wir kommen schnell in so Entschuldigungshaltungen, ach, den Ostdeutschen geht es so schlecht, deswegen wählt er rechts. So, und so funktioniert es meistens aber eigentlich auch nicht. Und es gibt auch keine statistischen Korrelationen dazwischen. Aber was ich sagen würde, ist eher auch aus... immer im Osten gelebt. Gut, jetzt bin ich nach West-Berlin gezogen. Jetzt habe ich rübergemacht, aber bis dahin immer im Osten gelebt, auch in unterschiedlichen Städten. Und jetzt bin ich aber auch immer noch da. Also ich arbeite mit super viel zivilgesellschaftlichen Organisationen zusammen. Ich arbeite zum Teil an der Hochschule Stendal Magdeburg etc. 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 Und arbeite auch zu den Themen. Und ich würde eher sagen, es gab... Also das Potenzial, rechts zu wählen, ist A, nie verschwunden im Osten. Das war von Anfang an da. Es hat sich bloß anders gezeigt. Es war fragmentierter. Ich weiß noch genau, wie viel Prozent, also ich weiß eben nicht genau die Zahl, aber mit einem zweistelligen Betrag ist die DVU damals 2008 in den Sachsen-Anhalter Landtag eingezogen. Die NPD war stark, immer im Osten. Es waren andere, die Republikaner als bayerische Partei war immer stark, irgendwie auch im Osten, etc. etc. Es wurde immer schon rechts gewählt. Mit der AfD ist einfach eine Kraft dazu gekommen oder eine Partei, die es schafft, einerseits ein extrem rechtes Spektrum zu bedienen, andererseits das aber auf eine bürgerliche Weise salonfähig zu machen. Das nimmt einen ganz anderen Teil an WählerInnen nochmal auf und deckt einen ganz anderen Teil an WählerInnen ab. Jenseits von Frustration und allem drum und dran. Und ich sage nicht, dass die Leute nicht frustriert sind. Ich würde bloß sagen, es sind andere Ursachen, warum diese Wahlergebnisse zustande kommen. Und dann das Zweite ist, was auffällt, ist, dass der Osten wurde schon von Anfang an
von der extremen Rechten als Raum entdeckt und dementsprechend auch befeuert. Und ich sage damit nicht, nur um das klarzustellen, dass alle Nazis aus dem Westen kamen. So, ich sage tatsächlich eher immer, dass die sogenannte Wiedervereinigung am besten unter Nazis funktioniert hat, weil die haben sich gefunden und die haben irgendwie auch eine sehr starke Kraft ausgebildet. Aber von Anfang an wurde der Osten als Ort und Spielfläche, Probierfläche von der extremen Rechten gesucht und gefunden. Ich komme aus Wernigerode, eine Grenzregion zu Niedersachsen. Da kann man bis heute die Kontinuitäten sehen der extremen rechten Akteure, die sich damals niedergesetzt haben, bis hin zu völkischen Siedlungen heute in, im Harz. Plus mit der AfD als Akteur wurden auch ganz stark, vorher auch schon von der NPD, aber mit nicht diesem massenwirksamen Erfolg, mit der AfD wurden ganz stark Ostnarrative bedient, um im Osten nochmal so Stimmung für sich zu machen, wurde diese Frustration, über die wir gesprochen haben, eben genau genutzt und instrumentalisiert, um zu sagen, wir haben die Antwort, um diesen Diskurs ganz stark auch rechts nochmal einzuwenden. Und gleichzeitig haben sie damit aber auch ein dankbares Publikum gefunden. Das ist übrigens, jetzt ich höre gleich auf, aber das ist ein Phänomen, was man nicht nur in Ostdeutschland sieht, sondern tatsächlich gibt es, ich hatte ein Monitoring dazu gemacht über 1,5 Jahre, kann man diese Instrumentalisierung von Osten und Ostnarrativen in der Extremrechten auch international sehen und auch international als Vernetzungsthema der Extremrechten. Und dann ist Osten immer was anderes. Also je nachdem, worum es geht, ist dann mal Ostdeutschland oder die Länder des ehemaligen Ostblocks, mal ist es nur Russland, je nachdem, woher die Akteure kommen. Aber das ist ein Riesending, den Osten dem Westen gegenüberzustellen, im Sinne von alle Klischees sind wahr, die so lange in den Medien auch erzeugt wurden. Der Osten ist weniger demokratisch, der Osten ist mehr autoritär, der Osten hat keine Migrationsgeschichte, der Osten hat keine Vielfalt, der Osten hat keinen linken Widerstand. Das sind ja alles Narrative, die auch in den Qualitätsmedien Jahre, Jahrzehnte irgendwie herangezüchtet wurden. Das wird ganz stark von der Rechten jetzt instrumentalisiert. Die sagen, ja wunderbar, genau das ist der Osten, genau das wollen wir haben. Der Osten ist der Ort, wo der Mann noch der Mann ist und die Frau am Herd steht und das wollen wir weiter herstellen und damit verbinden wir uns mit anderen Ostblockstaaten. Das wird krass gemacht, das wird krass, da wird sich krass vernetzt und das wird krass instrumentalisiert und damit werden Wähler gefangen. Was ja auch eine Rolle spielt, jetzt hole ich ein bisschen auf, weil es so in diese Thematik passt, Ostdeutsche fühlen sich nicht gesehen, nicht abgeholt, radikalisieren sich dann vielleicht sogar noch mehr. Viele, ich denke bei vielen, die an Thilo, da sehe ich es auch ein bisschen anders, die AfD wählen, sind einfach Rassismus ist da so verankert, dass sie sich da wiederfinden in der Partei in Ost und West. Es gibt ja zum Glück auch ein Beweisvideo aus Sylt, was das nochmal dargelegt hat, was auch dem Letzten gezeigt hat, sozusagen auch in Westdeutschland gibt es Rassismus, auch in anderen, sage ich mal, Kategorien, gesellschaftlichen Strukturen. Was aber damit reinspielt, ist, glaube ich, eine verpasste Chance der Erinnerungskultur. Auch Jana Hensel hat das in ihrem Zonkinderbuch mal so beschrieben, was sie schon vor einigen Jahren geschrieben hatte. Da gibt es so eine Szene, wo sie beschreibt, dass wenn man als Ossi nach Hause kommt, dann gibt es irgendwie die Grundschule, den Kindergarten, den Ort, wo man Eis gegessen hat, gibt es nicht mehr, weil das irgendwie platt gemacht wurde und man dadurch sozusagen Anhaltspunkte aus seiner Kindheit, was für einen Heimat ausmacht, nicht mehr wiederfindet. Der Fotograf Martin Maleschka zum Beispiel, der seit Jahren und Jahrzehnten hält er irgendwie diese Mosaike an Hauswänden fest, Granitplatten, über die haben wir gesprochen, einfach weil das verschwindet. Ich erinnere mich auch an die Diskussion darum, ob der Palast der Republik zum Beispiel abgerissen werden sollen und viele gesagt haben, ey, jetzt lass das alte Asbestding doch stehen, weil das gehört doch mit zur Geschichte. Warum muss da jetzt dieses Schloss hingebaut werden? Hätte man das ein bisschen anders aufgearbeitet oder würde man zum Beispiel auch den kulturellen Wert von ostdeutscher Kultur, die es ja gab und gibt, anders irgendwie auch feiern, indem man einen anderen dritten Zehnten auch feiert zum Beispiel, gäbe es dann vielleicht mehr Selbstverständnis von Ostdeutschen auch für eine ostdeutsche Identität? Also auf jeden Fall. Also ich kann, eigentlich könnte ich ja sagen. Geschlossene Frage, immer doof als Journalist. Ja, ist richtig. Ich glaube, das ist das Grundproblem. Ich meine, wenn man sich daran erinnert, war, glaube ich, DDR-Geschichte 30 Jahre lang
alle waren bei der Stasi, es war immer grau und das war's. Mehr wurde eigentlich nicht erzählt. Es war dann, diese Nachwendejahre wurden dann diffiziler irgendwann, dann wurde sich darum gekümmert, wie war diese Jugend. Aber das, was die Gesellschaft gelernt hat nach dem Mauerfall über die DDR war, dass es ein Verbrecherstaat war. Das wurde sehr oft auch in den Anfangsjahren mit dem Faschismus gleichgesetzt. Das änderte sich dann auch. Aber dieser Keim, wie man über dieses Land, über dieses untergegangene Land nachdenkt, wurde gesetzt. Und den wieder rauszubekommen, halte ich eigentlich für fast unmöglich. Allerdings habe ich da so eine kleine Strategie entwickelt, wenn ich mit westdeutschen Kollegen spreche. Ich empfehle Ihnen, die Fernsehserien der DDR der ausgehenden 80er Jahre einfach mal anzugucken. Und auch hier alle, es gibt eine Serie, die heißt Straßenbahnfahrerin Johanna. In dieser Serie wird einfach einmal ganz kurz erklärt, wie war dieses Land? Alkoholismus, alleinerziehende Frauen, Rassismus und eben dieser untergehende Staat. Und ich glaube, ein bisschen Bildung würde helfen, ein anderes Bild von diesem Land zu bekommen. Und ja, Punkt. Katharina? Ich würde dem zustimmen. Also natürlich, ich arbeite auch im Bereich Erinnerungskultur. Insofern macht das nur Sinn. Ich würde dem zustimmen. Da ist einiges verpasst worden, einige Chancen und auch einiges verloren gegangen. Ich würde bloß hinzufügen, sowohl von innen als von außen. Also ich sehe es genauso. Es gibt einen ganz starken westdeutschen Diskurs und da geht einfach wahnsinnig viel Ostdeutsches verloren und wird eingestampft und zum eindimensional gemacht. Aber auch von innen passiert das. Dahingehend, dass auch von innen, damit meine ich auch das Ostdeutsche, sehr gerne und sehr häufig ein sehr eindimensionales Bild von dem Osten zeichnen und immer denken, dass es genau sie wissen, wie die DDR war und alle anderen nicht. Und auch ein Bild zeichnen, wo gar keine Kritik vorkommen darf, wo nicht über Rassismus gesprochen werden darf, wo nicht über Gewalt gesprochen werden darf, wo nicht über Ambivalenzen gesprochen werden darf, sonst ist man gleich Nestbeschmutzer. Und das hält auch bis heute an und das ist ein Riesenproblem. Auch das macht den Diskurs wahnsinnig eindimensional und unmöglich, vernünftig und mal ehrlich darüber zu sprechen. Und auch damit, also auch mit dieser Auseinandersetzung, ein richtig gutes Bild zu erzeugen. Und ich meine gut nicht nur im Sinne von positiv aufgeladen, sondern ein authentisches, echtes Bild, mit dem man sich auch identifizieren kann. Jetzt reden wir doch irgendwie die ganze Zeit davon, die Ostdeutschen und das Ostdeutsche und so. Wie viele Identitäten gibt es denn jetzt eigentlich? So viel, wie es Menschen gibt, ne? Und noch mehr. Also es gibt ja, ich würde jetzt keine Gruppen ausmachen, die es im Osten gibt, als Identitäten und dann haben wir es wie in so einer Eierpackung. Aber so wird es ja, so wird's ja dargestellt. Ja, aber sag mal, ein Prenzlauer Berger, er ist das Gleiche wie ein Friedrichshainer. Da, also, da eskaliert ja schon alles. Also ich glaube tatsächlich, es gibt, würde ich sagen, um es einfach zu machen, die ostdeutsche Identität, aber sie spaltet sich auf in jede einzelne persönliche Erfahrung, die ein Mensch in Ost- und Westdeutschland macht. So, und ich glaube, irgendwann vielleicht schaffen wir es mal, dass man sich als Deutscher versteht oder, wenn man das möchte, aber jetzt ist es, glaube ich, noch, gibt es noch sehr viele Einzel. Moment mal jetzt auch, ja. Und es ist doch auch normal. Also es gibt es doch überall. Es gibt doch ganz viele Identitäten, die eine Person schon alleine in sich hat. Dementsprechend in einem Raum gibt es dann wahnsinnig viele Identitäten. Und das ist doch auch schön. Also Vielfalt ist doch was Schönes. Wir haben gleich Zeit für Fragen, weil da hinten gerade Fragen waren. Sozusagen noch 5 Minuten kurz hier oben diskutieren und dann wird einmal das Mikro rumgereicht und dann könnt ihr auch gerne Fragen stellen. Vielleicht nochmal so anknüpfend daran, was wir eben besprochen haben, dass Kultur wenig besprochen wird. Ich erinnere mich zum Beispiel an eine Situation, wo Reinhard Lacomi gestorben war, ich in einer Redaktion saß, in einem überregionalen Medium, niemand wusste, wer das war und ich so, boah, Traumzauberbaum, hallo, das ist eine Schallplatte, mit der sind viele von uns aufgewachsen oder Václav Havel, ehemaliger tschechischer Präsident, auch da musste ich erstmal sagen, das ist schon wichtig, dass wir da die Todesmeldung irgendwie vermelden. Also das sind so Situationen, die mir aus meinem Leben, aus meinem journalistischen Leben einfallen, wo ich denke, puh, Hilfe, was bräuchten wir denn vielleicht für eine andere Art von Feier oder Gedenken sozusagen auch einer Kultur, die es vielleicht wert ist, sich daran zu erinnern oder sie vorzuführen? Habt ihr da Ideen? Ich finde, es gibt in Berlin mit dem 8. März einen ziemlich guten Feiertag, der, glaube ich, nur in Berlin und in Mecklenburg-Vorpommern, glaube ich, gefeiert wird, nämlich der Internationale Frauentag oder Internationaler Frauenkampftag wird er, glaube ich, auch genannt. Das ist ein Tag, der in der DDR als Feiertag gefeiert wurde und in Berlin eingeführt wurde, weil wir so keine Christen sind. Und an diesem Tag wird... wir haben zu wenig Feiertage. Und an diesem Tag wird für eine kurze Sekunde, können unsere Eltern sich daran erinnern, ach Mensch, da ist ja eine Sache übrig geblieben, die den Leuten Freude bereitet, nämlich frei haben.
Ja, und das ist, glaube ich, ein guter Feiertag, um so für die Sache mal kurz darüber nachdenken, wo kommt dieser Feiertag her, was bedeutet er und warum ist er wichtig? Und er ist auf jeden Fall, glaube ich, beliebter als der 3. Oktober, wenn ich mal... Weil dann die Erinnerung stattfindet, das war auch früher ein Feiertag und deswegen ist er jetzt dichter dran. Ich weiß es nicht, wie es ist, in meiner Bubble ist es auf jeden Fall ein sehr ostiger Feiertag. Okay, ist bei dir auch so, Darina? Einfach toll, dass wir da frei haben. Ich finde es toll, dass ich da frei habe zuerst und dann finde ich natürlich aber auch gut, also ich finde den Sinn und Zweck der Sache auch gut und ich finde es gut, dass wir in Berlin diesen Tag haben. Also ich finde, es ist so ein Statement und ich finde, also ich finde generell könnten wir mehr Feiertage haben, aber es gibt tolle Sachen zu erinnern. Ich wäre sehr offen dafür, mal eine andere Gedenkkultur, Erinnerungskultur einzuführen, die viel mehr auch, wir haben über verschiedene Identitäten gesprochen, viel mehr marginalisierte Gedenk- und Erinnerungsmomente mit aufnimmt. Und ich glaube, das würde eine schöne Message setzen und auch eine andere Form von Gesellschaft produzieren. Wie könnte so ein Tag aussehen? Wir treffen uns alle und essen Jägerschnitzel und oder was machen wir dann da? Ich glaube, es kann ja jeder individuell dann gestalten. Ne? Also es muss ja nicht kollektives Schnitzelessen sein. Wir sind ja nicht in der DDR. Okay. Bevor wir gleich die Fragerunde mit euch sozusagen eröffnen, noch eine letzte Frage sozusagen als Übergang zu den Publikumsfragen an euch. Gibt es was, was ihr vermisst, was einfach nicht mehr da ist oder eine Kindheitserinnerung, von der ihr sagt, daran habe ich gemerkt, dass jetzt irgendwie was anders ist? Oh, oh. Habe ich nur eine sehr kitschige Antwort. Das ist süß. Ich habe das Gefühl, es gibt weniger Mauersegler. Meine DDR-Kindheit ist ganz stark verbunden mit diesem Ostberliner Vieh, was man einfach viel mehr gehört hat. Also wenn ich diese Vögel höre, erinnert mich das an 1986 Lichtenberg. Das Fenster zum Hinterhof ist offen und ich wurde gerade aus dem Kindergarten abgeholt. Ich habe eine Kindererinnerung an die DDR. Ne? Also dementsprechend würden jetzt nur Kinderantworten aus mir herauskommen. Aber der schönste Tag, und die machen auch keinen Sinn, ich muss das vorher framen. So. Aber der schönste Tag in meinem DDR-Kindergartenleben war das Matrioschka-Fest, was wir hatten. Und das würde ich gern noch einmal wieder erleben. Aber das macht für alle anderen keinen Sinn. Aber wer auch ein Matrioschka-Fest im Kindergarten hatte, kann sich ja nachher mal melden. Gut, dann ist hiermit die Frage eröffnet, wer hatte das Fest auch im Kindergarten oder gibt es, hier vorne ist schon jemand, da hinten auch, gibt es Fragen an uns, an die beiden, an uns drei oder einfach auch ein Statement, vielleicht wollt ihr Erinnerungen teilen oder irgendwas kritisieren, das auch gerne sonst hinterher. Ja, bitte. Gerne einfach Namen sagen oder wenn ihr was auch immer noch dazu sagen wollt, Pronomen oder Job oder so, dann auch gern das. Hallo, also für den Kontext, ich bin Isabel und ich komme aus der Schweiz. Ich habe wenig Ahnung von DDR. Ich bin seit am 3. Oktober tatsächlich nach Berlin gezogen und arbeite, das mit dem negativen Framing ist bei mir so hängen geblieben, weil ich lerne jetzt gerade, ich sag mal, diese Identität von Ostdeutschen, DDR und so neu kennen und arbeite an einem Projekt von der Bundesstiftung für Aufarbeitung der SED-Diktatur. Und es ist ja erstmal, sage ich mal, negativ geframed. Und ich frage mich, wie kann man denn diese Aufarbeitung vielleicht machen, so dass es auch, dass es eben diese Menschen, die ja diese positiven Erinnerungen auch mit der DDR verbinden, irgendwie trotzdem mitnehmen kann und nicht so mit dem Zeigefinger hingeht, ja, seht ihr, da war ja alles schlecht und so. Was gibt es da vielleicht positive Beispiele oder Projekte? Ich glaube, der stellvertretende Leiter für die Aufarbeitung der SED-Diktatur hat kürzlich ein Buch rausgebracht, das heißt Provinzlust, in dem er Erfolgsgeschichten von Betreibern von Sexshops auf dem Gelände der ehemaligen DDR aufgeschrieben hat. Und das ist ein sensationelles Buch. Und da geht es nicht um Sexshops, sondern da geht es einfach darum, wie Ossis innerhalb von einer Sekunde verstanden haben, was Kapitalismus ist und einen Laden aufgemacht hat. Und diese Geschichten lesen sich wirklich faszinierend. Ich weiß jetzt nicht, wie ihr Sexshops und FKK-Kultur vielleicht bei der Aufarbeitung der SED hilft. Das ist ja das Lustige, dass der Stellvertreter Leiter dieser SED-Diktatur, der hat dieses Buch geschrieben, eben um ein positives Beispiel für die Aufarbeitung dieses Landes zu zeigen. Dass es eben nicht nur Geschichten des Scheiterns sind, sondern dass es eben auch absurde Geschichten von kleinen Erfolgen sind. Und ich finde das irgendwie ein cooles Beispiel, dass es eben wirklich nicht immer nur um diese traurigen Trabi-Hochhaus und Auspuffgeschichten geht. Katharina? Ich glaube, es ist total wichtig, die Gleichzeitigkeit auszuhalten.
Also man muss nicht in das eine gehen oder das andere. Das eine kann mit dem anderen existieren. Es kann, man muss nicht diktaturrelativierend sein, um was Schönes rauszuarbeiten. Es gibt beides gleichzeitig und ich finde es beides ganz, ganz wichtig und lohnenswert zu betrachten. Wenn es um positive Organisationen und Projekte geht, danach hattest du gefragt, ne? Was ich mir angucke, und da ist auch diese Gleichzeitigkeit, glaube ich, drin, womit ich ganz viel arbeite, sind zivilgesellschaftliche AkteurInnen. Und da gibt es, das heißt ja immer, es gibt keinen im Osten. Und da finde ich, wird wieder ein sehr westdeutscher Blick angewendet. Es gibt diese großen Organisationen, die historisch gewachsen sind und von Hausfrauenarbeit genährt wurden. Nicht so im Osten, richtig. Aber es gibt wahnsinnig viele, vor allem kleine Initiativen, kleine Organisationen, zum Teil Einzelakteure, die sich wahnsinnig stark einsetzen, für Demokratie einsetzen, gegen Rechts einsetzen und unglaublichen Mut beweisen und eine unglaubliche Expertise mitbringen. Was heißt es, in diesem Klima 35 Jahre lang ohne Support, ohne Sichtbarkeit so richtig viel zu stemmen? Und ich finde, das sind so, so, so tolle Projekte und Initiativen, die lohnen sich alle anzugucken, sich mit denen zu solidarisieren, die zu unterstützen und zu gucken, was für tolle Arbeit die machen. Ja, bitte. Ja, vielen Dank für eure Statements. Mein Name ist Wolfgang, ich oute mich als Wessi. Ich gehöre aber auch zu irgendwie sowas wie einer kleinen Minderheit von katholischen ChristInnen, die gerade in der damaligen DDR eine ganz besondere Geschichte hatten. Und da gibt es ganz beeindruckende Biografien von Menschen, die zum Beispiel in ihren Bildungsbiografien massiv diskriminiert wurden und benachteiligt wurden und gar keine guten Erinnerungen haben an die DDR oder kaum. Und meine Frage ist einfach, kennt ihr überzeugende Beispiele, wo diese eher problematischen oder negativen Erinnerungen auch mit in die aktuellen Identitätsdiskurse mit einfließen? Kennt ihr? Beide genickt. Wer möchte? Ich habe kein konkretes Beispiel für das Beispiel, aber ich würde dem total recht geben und das ist das, was ich vorher meinte. Also es gibt eine Aufarbeitung darum, so eine kleine, partielle hier und da immer wieder. Aber das ist das, was ich meinte. Es braucht mehr Erinnerungsarbeit, aber von allen Seiten. Also es braucht auch eine kritischere Auseinandersetzung aus dem Osten heraus, um eben genau diese Ambivalenzen auch aufzuzeigen und raus aus diesem alles gut, alles schlecht, wirklich die Realität mal anzupacken, the good, the bad, the ugly, einfach mal auf den Tisch und dann einen authentischen Umgang damit zu finden. Aber hast du ein Beispiel? Für die Verfolgung von katholischen Christen in der DDR? Ich glaube, es ging im Allgemeinen um ein positives Beispiel. Oder um negative, negative Geschichten, die ich habe, wenn ich... Ach so, generell, da habe ich auch Beispiele. Ja, doch, also das tatsächlich ist, glaube ich, wichtig und findet auch sehr viel statt, dass ich glaube fast, es gibt einen großen Kampf zwischen diesen zu positiv erzählten Geschichten von Eltern und dann eben zum Beispiel der Widerstand, der sich in der DDR in den Religionen, aber auch in den politischen Organisationen gezeigt hat. Und diese Geschichten werden, glaube ich, auch erzählt und sind auch wichtig. Und auch ich kenne sie als, also das, die Freunde meiner Eltern sind eben Leute, die dann abgehauen sind von in der Mitte der 80er oder so Pechvögel, die dann irgendwie Oktober 89 abgehauen sind. Also diese Geschichten gibt es und die werden auch, glaube ich, nicht verschwiegen. Ein anderes Beispiel, wo ich mich sehr mit beschäftige, dadurch kenne ich mich damit aus, ist eine Aufarbeitung und eine Erinnerungskultur, die gepusht wird von Menschen, von nicht weißen Menschen, die in der DDR gelebt haben, beziehungsweise von Ostdeutschen of Color. Denn das sind, genau da sind die Ambivalenzen auch ganz stark. Einerseits sehr, sehr starke Rassismuserfahrung in der DDR, ja, den gab es, in der DDR und nach der Wende und gleichzeitig aber auch eine Identifizierung als Ostdeutsche, auch wenn uns das nie zugestanden wird, von innen wie von außen. Aber genau eben zwischen diesen zwei Stühlen zu stehen und daraus aber auch Identität zu schöpfen und zu generieren und sich an der Kritik abzuarbeiten. Und da passiert sehr viel mehr als vorher, weil da vorher aber auch gar nichts von sichtbar wurde. Hier vorne ist noch eine Frage, dann da hinten noch zwei. Achso, da steht schon jemand, sorry. Entschuldige, ich habe das Mikro gekriegt, ich hoffe, es ist okay. War geblendet. Genau, ich bin Caroline, 86 in Greifswald geboren und Journalistin. Ich bin total froh, dass ihr dieses Thema Ambivalenz so ansprecht, weil ich habe das Gefühl, dass es tatsächlich mein Lebensgefühl im Moment, wenn ich sehe, wie Hansa Rostock absteigt und die Diskussion danach
so erlebe in Konferenzen, in meinem eigenen Sender, wenn man sieht, dass irgendwie der Nachsatz zur friedlichen Revolution rausgeschnitten wird, wenn man Steinmeier in der Tagesschau hört und das Grundgesetz 75 Jahre geehrt wird, aber nicht die friedliche Revolution, die auch dazu geführt hat, dass wir dieses Grundgesetz auch haben. Und dass man mit diesem Ambivalenzgefühl so durch die Gegend läuft und dadurch sich jedes Treffen mit Menschen, die auch aus Ostdeutschland kommen, im journalistischen Kontext immer so ein bisschen wie ein Selbsthilfegespräch anfühlt, also damit so umgehen zu können. Das habe ich jetzt auch so ein bisschen gefühlt. Und meine Frage, die ich an euch habe, ist, wie erlebt ihr diese Diversitätsfrage im Moment in Redaktion oder im journalistischen Kontext? Weil wir diese Diversitätsfrage ja eigentlich ganz anders führen, aber nicht in Bezug auf auch ostdeutsche Redakteurinnen, Moderatorinnen, ja. Menschen, die Journalismus machen. Also da würde ich direkt darauf antworten, weil ich ja schon seit 20 Jahren, ich habe vorhin mal drüber nachgedacht, aber ich werde auch immer älter, seit 20 Jahren Journalismus arbeite und seit 10 Jahren in der Führungsposition und halt immer überall sozusagen die einzige Ostdeutsche bin und jetzt in der ARD im Kreise der ChefredakteurInnen nochmal viel mehr. Also das ist wirklich ein Problem. Ich habe darüber nachgedacht, wie man oder was mir geholfen hätte, schon vor 20 Jahren, wäre einfach die Sichtbarkeit von anderen Ostdeutschen. Ich habe selbst an mir gemerkt, bevor ich angefangen habe, darüber zu sprechen, das war so vor 10 Jahren, dass ich irgendwie Hemmung hatte, selbst darüber zu sprechen und mich mit meiner ostdeutschen Identität auch in der Öffentlichkeit auseinanderzusetzen, eben weil das immer so ein bisschen als dümmlich, prollig, irgendwie nicht so ganz wichtig abgetan wird. Jammernd auch, wenn man auf strukturelle Hinweise hinweist. Ich habe aber gemerkt, dass als ich angefangen habe, das sichtbar zu machen, hier, ich bin irgendwie ostdeutsch und eine Frau in der Führungsposition, dass andere in den Unternehmen, in denen ich gearbeitet habe, gesagt haben, ich finde es voll gut, dass du es angesprochen hast, weil jetzt traue ich mich auch, das vielleicht mal irgendwie klarer zu sagen, hier wird was aus dem Text rausgestrichen, aus einer Anmod oder aus einem Off-Text oder was auch immer, was ich aus meiner Perspektive als wichtig empfinde. Ich glaube, dass es total unterschätzt wird, dass man auch in diesem Bereich Role Models braucht, die sich nicht dafür schämen, sondern die in der Öffentlichkeit dafür wahrgenommen werden, woher sie kommen, wofür sie stehen und die auf strukturelle Unterschiede hinweisen. Und ich würde dir raten oder deinen KollegInnen raten, wann immer es geht, das ist ja auch immer so eine Sache, wen hat man als Vorgesetzten und in welchem Raum arbeitet man, einfach das Gespräch darüber zu suchen. Ja. Wollt ihr auch noch was sagen? Jetzt habe ich quasi... Ich stimme dir zu. 5 Minuten Feedback dazu gegeben. Danke für deine Frage. Hi, ich bin Fabian, ich bin 1990 in Magdeburg geboren und ich habe so an die 90er Jahre gar nicht so viele Erinnerungen und ich merke auch, meine Eltern helfen mir gar nicht so richtig dabei, irgendwie Licht in die 90er zu bringen. Mhm. Es gibt bei uns in der Familie irgendwie so Geschichten aus der DDR und auch Familiengeschichten aus der DDR, dann ist irgendwie so eine Lücke und dann geht irgendwie die Familiengeschichte gefühlt 2002, 2003 irgendwie wieder los und ich schaffe es nicht so richtig, mit meinen Eltern über diese Zeit zu sprechen. Und je mehr ich mit so Menschen aus Ostdeutschland, die so in meiner Alterskohorte sind, spreche, merke ich auch so, ja, da gibt es ganz viel so emotionale und physische Abwesenheit dieser Elterngeneration und irgendwie die große Frage, wie war das denn eigentlich so Anfang der 90er? Meine Frage an euch ist, kennt ihr dieses Phänomen? Und wenn ja, wie kann da irgendwie so ein Generationsdialog über diese Zeit stattfinden? Ich kenne es auch, also ich möchte gar nicht, dass mich meine Eltern wieder in die 90er reinholen, ich möchte da nie wieder hin, aber ich kenne das auch, dass ich nicht gut mit ihnen darüber sprechen kann, dass es da wenig das Momentum gibt, so ich habe das jetzt emotional durchdrungen und wir setzen uns jetzt hin und sprechen darüber. Dementsprechend habe ich keine Tipps, wie man sie dazu bringen kann, vielleicht aber auch einfach immer mal wieder betonen, wie wichtig einem das ist, plus sich auch andere Quellen zu suchen, um über die 90er zu sprechen. Das Gute bei den 90ern ist ja, dass es da auch viele Zeitzeuginnen noch gibt und wahrscheinlich auch in deinem Umfeld. Und Magdeburg, auch Sachsen-Anhalt, dieses Jahr jährt sich ja auch Magdeburger Himmelsfahrtskrawalle, wie man sie genannt hat, wo mehrere nicht weiße Menschen zu Tode gehetzt wurden, auf bestialische Weise. Es gibt viel zu erinnern von den 90ern und ich würde das nur unterstützen, das anzugehen tatsächlich. Ja. Also ich glaube, das hatte ich ja auch vorhin schon kurz erwähnt, dass diese Zeit der 90er Jahre für die Generation, die arbeitend war, einfach sehr schwer war. Um kurz
eine Anekdote meiner Großmutter zu erzählen, die aus dem Kulturbetrieb aus Ostberlin kam. Und als meine Oma hatte die Aufgabe, die ostdeutschen Theater abzuwickeln, was ein ziemlich harter Job war zu der Zeit. Und ich kann mich an einen Satz erinnern aus dieser Zeit, und sie sagte, jetzt beginnt die Zeit der Selbstmorde. Und sie hatte recht, weil einfach viele Menschen in diesen Theatern plötzlich aus ihren Berufen fallen. Also Festanstellungen, die es nicht mehr geben sollte, weil man es sich nicht mehr leisten kann. Die Leute haben getrunken, die Leute haben sich vom Leben abgewandt, weil sie es kaum ausgehalten haben. Und da reinzufragen, ich glaube, das Einzige, was wir als Generation haben müssen, ist eine große Sensibilität. Also ich glaube, nicht mit dem Vorwurf kommen, nicht sagen, warum habt ihr denn nicht? Warum habt ihr denn nicht eine Eigentumswohnung gekauft? Also das vielleicht nicht fragen, sondern einfach zart sein, weil the struggle was real. Und so 2-3 Fragen haben wir noch. Hier als nächstes. Ich komme aus der Nähe von Erfurt und zur Wende war ich 15, also ein bisschen DDR habe ich noch mitbekommen. Was mich stört bei historischen Texten, also die Zeit des Deutschlands von 45 bis 89 behandeln oder auch in den Öffentlich-Rechtlichen, dass wenn von deutscher Geschichte gesprochen wird, nur die westdeutsche Geschichte besprochen wird und nicht bedacht wird, dass es da ja noch die DDR gab, also das andere Deutschland. Wäre ein Leitfaden für Journalisten in Print und Video sozusagen vorzugeben, auch immer dann bei bestimmten geschichtlichen Aspekten die DDR mit zu benennen, weil sie ja auch zu Deutschland gehört und eben nicht nur Westdeutschland. War jetzt eher ein Statement als eine Frage. Auch eine Frage, ob das für euch gangbar wäre, arbeitet ja in dem Bereich. Ja, also ist was glaube ich uns allen auch auffällt. Ja, nervt total. Ich kenne das auch, nervt total. Ich glaube, man muss einfach mal in der Redaktion fragen, wisst ihr eigentlich, wer Ernst Thälmann war? Und dann weißt du schon, dass da auf jeden Fall große Wissenslücken sind. Ich bin auch Nervensäge bei dem Thema und korrigiere die Leute permanent. Auch wenn die nur Frankfurt sagen, frage ich Frankfurt oder? Nee, das mache ich auch immer. Du meinst Frankfurt oder, oder? Ja. und ich würde also da penetrant einfach sein und darauf hinweisen, dass das Quatsch ist. Also, dass das ein sehr eingefärbter Blick einfach ist. Aber mich nervt es auch, ja. Was mir hilft, dann in akuten Situationen ist man ja dann oft so, dass man so ein Störgefühl hat und irgendwie das gar nicht benennen kann, dass man einfach Fakten auswendig lernt, dass man für Situationen sozusagen get your facts straight. Man hat dann irgendwie 3 Beispiele, an denen man sagt, ich hätte aber eine Idee, wie man da irgendwie was kulturell Sinnvolles aus der ehemaligen DDR mit reinmachen können, A, B, C oder so. Oder es gibt strukturelle Unterschiede, weil 1, 2, 3, 4, 5. Dass man das wirklich benennen kann, das hilft meistens sehr, damit Leute sozusagen das plastisch hervorgeführt bekommen, wo die Unterschiede oder die, wo die Misslage ist. Hier vorne ist eine Frage noch. Ja, hallo, ich bin Dania, komme aus der Nähe von Jena, bin dort geboren, bin in Jena geboren, Entschuldigung, ich bin ein bisschen aufgeregt. genau, und ich habe 2019 eine Tochter bekommen in Mainz. Dort war ich ansässig und fand den Unterschied, wie doch nach 35 Jahren wie mit dem Idee, eine Frau bekommt ein Kind, umgegangen wird und das Bewusstsein dafür, weil ich hatte eine Chefin, bin da hingegangen, habe gesagt, ja, ich bekomme ein Kind und dachte, ja, ist ja gar kein Thema, also ja. Und die hatte aber eine ganz andere Sozialisierung anscheinend, weil sie aus Westdeutschland kam, so wie, oh Gott, was bedeutet das jetzt für dich? Die Welt geht unter oder so, also du bist jetzt raus für immer und ich so, hä? Durch meine Sozialisierung vom Osten her war das so wie, naja, ich bin jetzt ein halbes Jahr, ein Jahr oder so raus, also naiv gedacht, ich weiß hinterher jetzt auch, ja, aber ich finde es ein echtes Problem, dass jetzt immer noch die unterschiedlichen Herangehensweisen, gerade wenn dann Frauen auch aus Westdeutschland immer noch so ein ganz anderes Denken haben und das finde ich ein echtes Problem, ist auch eher ein Statement, ich wünsche mir da irgendwie mehr Aufklärung und auch Toleranz in beide Richtungen. Die ostdeutschen Frauen sagen, wir diskriminieren die Westdeutschen. Ja, jetzt bleibt 3 Jahre zu Hause, was soll das? Also umgekehrt, wir wohnen jetzt wieder in Jena, habe ich die Diskriminierung auch andersrum erlebt. Und das finde ich so krass. Hätte ich nie gedacht, dass das noch Realität ist. Und ja, das finde ich immer noch, dass das Aufklärung, ich hätte da gern mehr Aufklärung drüber, für die Frauen, für alle. Ich hätte, ja, also bitte. Danke für dein Statement. Brauchen wir, glaube ich, gar nicht weiter kommentieren. Das ist eine Wahrnehmung, die ich teile.
Ja, es ist 19.45 Uhr. Also, wenn ihr wollt, können wir noch eine. Es ist Open End, es ist die letzte Veranstaltung. Ich sehe, dass da noch viele Fragen sind. Vielleicht noch eine? Eine Frage noch, aber wir sind alle drei noch hier, glaube ich. Also ich auf alle Fälle, ihr auch. Und wir gehen dann einfach runter und es ist offiziell vorbei, aber wir sind inoffiziell noch hier und ihr könnt gerne zu uns kommen. Also noch eine Frage machen von dort. Okay. Du bist gerade näher dran. Vielen Dank dafür. Ich bin Nine, ich bin 89er Jahrgang und Thüringerin und mache einen Podcast, der heißt Ostwärts. Und da in diesem Ostwärts-Podcast geht es genau um diese Geschichten, also die Diversität des Ostdeutschseins, die Frage, spielt es echt immer noch eine Rolle, müssen wir uns immer noch so wahrnehmen und verstehen und welche total unterschiedlichen Narrative gibt es auch. Also meine Eltern waren auch katholisch und hatten Schwierigkeiten, durften kein Abitur machen und so weiter und so fort. Und ich finde es total wichtig, diese Themen sichtbar zu machen, die verschiedenen Geschichten zu erzählen. Und merke aber, dass mich diese Auseinandersetzung auch immer wieder auf den Osten fokussieren lässt. Und ich mich frage, kennt ihr das? Also bemerkt ihr das auch, dass aufgrund eurer Arbeit, aufgrund der thematischen Auseinandersetzung, dass sich da etwas festigt, eine Identität? Und wie geht ihr damit um? Und vielleicht darüber hinaus, wenn noch Zeit sein sollte, was wünscht ihr euch für das Zusammenwachsen von Deutschland? Also um eine Brücke zu schaffen zwischen Ost und West. Die erste Frage habe ich, glaube ich, nicht ganz verstanden. Ihr? Ja. Okay, dann. Hier, bitte. Ich habe, also bei mir verfestigt sich da kein Blick auf den Osten, beziehungsweise nehme ich das nicht negativ wahr. Ich arbeite zum Osten und ich arbeite auch zu Themen, die ich nenne DDR international, wo es mehr um den Internationalismus geht, um Migrationsbewegungen etc. Dementsprechend ist mein Blick auf den Osten schon immer irgendwie auch sehr netzwerkartig international und an vielen Punkten zu Hause. Und so würde ich den Osten auch immer sehen, also nicht als diesen kleinen verkapselten Raum, sondern als Raum mit viel Bewegungen nach außen, nach innen, innerhalb und so weiter. Und zweitens finde ich es aber auch gar nicht schlimm, wenn man den Fokus auf den Osten legt. Also ich glaube, das ist immer so eine Idee, sobald man über den Osten spricht, da muss aber auch irgendwie über Ost-West-Vergleich was gesagt werden. Und der Westen muss dann immer irgendwie noch mit rein. Und denke ich mir, warum? Also wir sprechen ja die ganze Zeit über den Westen. Können wir nicht einfach mal nur über den Osten sprechen? Das ist doch okay. Und ich finde auch, der Osten ist voll mit Themen und Geschichten. Also können ja mehrere Leben gefüllt werden, um darüber zu sprechen. Lasst uns das doch jetzt mal machen. Insofern finde ich das nicht schlimm. Und ich suche gar nicht so sehr, ich weiß, es ist immer eine Frage, und ich frage mich eher, und da würde ich eher zurückfragen, warum, ich suche gar nicht so sehr die Brücke zu dem Westen. Ich glaube, das kommt schon. Ich merke, dass ab und an werde ich für meine Themen auch nach Westdeutschland eingeladen. Es gibt ein super interessiertes Publikum, seltener als im Osten. Aber es gibt eine Aufgeschlossenheit, gerade in einer jüngeren Generation, was die Themen angeht. Und das finde ich auch gut so. Aber ich muss nicht permanent in meiner Haltung Themen produzieren mit der Idee, hoffentlich gefällt das dem Westdeutschen auch. Hoffentlich strecken sie mir jetzt endlich den Arm aus. Hoffentlich wollen sie auch meine Geschichten hören. Ist ein bisschen egal. Ich mache Geschichten über den Osten, im Osten. Und wer darauf Bock hat, hört dazu und lernt was oder eben nicht. So. Gut, dann nehmen wir das als Schlussstatement. Wir werden eh gleich von der Bühne gefegt. Wir sind, wie gesagt, noch da. Vielen herzlichen Dank, dass ihr hier geblieben seid, obwohl wir so ein starkes Parallelprogramm hatten. Also auch Applaus an euch.